Egal, wollte ich jetzt nur mal erwähnen, weil also eigentlich war das Witzige das Kidfucking. Da haben wir doch was für einen Anfang, oder nicht? Ja, fast nur Amerika-News tatsächlich. Aha. Das möchte ich ja einmal schnell festhalten. Wir sind jetzt offiziell drin. Nur American News, das ist Tinos Schuld heute. Ich hätte auch noch Themen, die einer dreibuchstabigen rechtsextremen Partei zugehörig wären, aber leider die kommen ist diesen noch, Monat nicht vor. Wir haben sie, glaube ich, letzten Podcast tatsächlich nicht mal angedeutet. Also einen von vier haben wir es geschafft. Ja. Ja, sie sind halt trotzdem irgendwie Teil der Gesellschaft und Teil unseres Denkens und Wirkens. Man kann sie nicht ganz ausklammern, aber man kann auf jeden Fall sie nicht erwähnen. Wenn jemand, wie alt bist du, 32, 33? 55. Okay. Ja. Tino, ich hab's geschafft. Ich bin endlich von den Ketten der Gesellschaft losgelöst. Ich habe sie gesprengt. Ich sitze jetzt hier und ich habe zwei verschiedene Paar Socken an. Das heißt? Ja, ich lege die nicht mehr zusammen. Das ist die größte Zeitverschwendung aller Zeiten. Ah. Ich greife einfach, man muss die dann auf links drehen, dann muss man die zusammenrollen oder falten irgendwie. Das ist Quatsch. Ich greife jetzt einfach in den Schrank und nehme, was ich kriege. Da habe ich eine andere Philosophie. Also wir waschen alles dann halt zusammen, dann tun wir die Sachen aus Waschmaschine in den Wäschekorb. Ja. Wenn wir das dann aufhängen, hänge ich die Socken schon so auf, dass sie dann paarweise beieinander sind. Dann musst sind. Du ja aber suchen. Nee, mache ich eben nicht. Ich greife was raus, okay, dann das, dann, ah, das... Von der Socke hängt schon der Partner schon dort und die hänge ich dann. Okay, dazu. Dann hast du hast halt sehr bunte Socken. Vielleicht ist das so ein Lifehack. Viel, weil meine sind halt fast alle schwarz, aber trotzdem unterschiedlicher Länge und so. Würde mich aber nerven. Ich finde, Muster dürfen gemischt sein, aber nicht die Stoffe oder Längen. Das merkst du nach 10 Minuten nicht mehr. Ich merke das. Das ist am Anfang vielleicht komisch. Tino, ich bin ein Superheld jetzt. Ich bin stolz auf dich, aber für mich ist das einen ganzen Tag lang so ein Downer. Ich merke, ich habe es auch schon aus Versehen gehabt, irgendwie in der Schule damals noch oder so. Und wenn ich dann gemerkt habe, fuck, ich habe zwei schwarze an, aber eine ist irgendwie kürzer als die andere, da war ich dann irgendwie schlecht drauf den ganzen Tag. Mhm. Ich finde Bügeln sinnlos. Ich war früher auch immer schlecht drauf, wenn ich zwei schwarze gesehen habe, aber ich habe mich jetzt ein bisschen geöffnet. Nein, ein bisschen. Nee, bügeln finde ich sinnlos. Das habe ich noch nie in meinem Leben gemacht. Das stimmt, das ist auch ganz großer Quatsch. Du kannst vor allem, also nicht mal, dass ich darauf einen Fick gebe, aber du kannst theoretisch, wenn du Hemden nass aufhängst und einmal so dran ziehst, dann sind die auch weitestgehend glatt ohne Bügeln. Ja, so T-Shirts manchmal nicht so. Also ich muss auch viel dran rumziehen und zwirbeln, dass es wieder glatt ist. Manchmal habe ich auch kitzige Sachen an, heute geht's. Aber du cares, Alter. Ja, ich habe hier sogar schon ein bisschen Essen von heute. Boah, ich auch. Warte. Ich hab ein weiß-rot gestreiftes T-Shirt an, hier da. Mhm. Da hatte ich auch schon eine Tomate drauf heute. Das ist wirklich skandalös, ja, ne? Dass du dich sofort die Tür traust. Aber ich finde es auch normal. Ich finde, es raschelt meine Tasche, das muss ich kurz ausräumen. Aber ich finde, zu Klamotten gehören Flecken. Ja. Ich finde, die sind ja dazu da, dass man selber nicht schmutzig wird. Ja. Meine Meinung. Leute. Wir sind ja hier eigentlich ein Podcast, der die letzte Woche Revue passieren lässt, wie Tino angekündigt hat. Wird das ein bisschen amerikalastisch jetzt wieder? Ja, schon. Aber es ist auch gerade das Thema, muss man auch sagen. Es ist wirklich das Thema. Ich glaube, das wird sich die letzten Wochen etwas verfahren dann. Aber heute müssen wir es nochmal reinwerfen. Aber keine Sorge, wir haben auch so viel die letzte Woche erlebt, was Tino vielleicht nicht so auf dem Schirm hatte, was schon auch große Sachen sind, so Influencer-Sachen. Und also wenn der Polizeichef von Mexiko erschossen wird, in einem Kartellding, das interessiert dich halt nicht. Nee. Das ist ja normal. Ja? Das ist weit weg, Mexiko. Aber wir haben auch groß besprochene Gesetzesauslegungen, wie zum Beispiel in der Schweiz. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber da kommen wir dann gleich in Ruhe zu. Ich scrolle ja erstmal ganz weit nach oben und da habe ich stehen, CSD war am Samstag. Da kommen wir gleich dazu und zwar wir zwei beiden, Torben und Robben. Und Robben. Ja. Ruben Barrichello, wie der hieß. Einen Tag nach meinem Geburtstag, also für euch zwei Tage, drei genau. Tage. Genau, geht doch alle mal auf Patreon und dann danke ich euch. Ja, das ist schon soweit, ja. Das ist ein Geburtstagsgeschenk, ist doch schön. Find Außerdem ich auch. Könnt ihr dann in die Telegram-Gruppe und da ist ganz viel Spiel und Spaß und tolle Shitpostings und Memes. Aber ein saftiges Aloha von der Datenautobahn, das ist natürlich das Allerwichtigste, was ich hier sagen muss und will.
Jack Black beendet die Tournee. Ich glaube, das kann man das mal rauslöschen. Das aber ich du hast CSD aufgeschrieben. Haben wir getauschte Rollen? Ich habe hier die USA-Themen notiert und du die queeren Themen. Erzähl mal. Ja, ich dachte, das wäre ein wichtiges Thema, weil das war nämlich in Sonneberg. Und Sonneberg ist ja auch, eigentlich verschrien als so ein kleines Nazi-Nest. Ich habe keinen gesehen, außer diesen einen Typen am Fenster. Wir waren zusammen dort, stimmt. Ja. Naja, nee, also wir haben halt nicht viele gesehen. Aber es gibt noch ein Video bei Instagram, wo ein Reporter Menschen abseits des CSD mal befragt hat. Da gab es schon einige, die auch sich sehr negativ geäußert haben. Seitdem der Landrat von der AfD in Sonneberg regiert. Da war's. Ach ja, sorry. Aber es ist aber gerade Teil des da Themas. Da habe ich dich reingebaitet. Tut mir leid, das stimmt, ich gebe es zu. AfD-Alarm. Aber man muss halt dazu sagen, seitdem halt eine rechtspopulistische Partei an der Macht ist dort im Landrat, sind auch die Hassverbrechen und die Hakenkreuzschmierereien und so weiter stetig gewachsen. Deswegen war der CSD in Sonneberg halt sehr wichtig. Also für mich ist es zum einen wichtig, weil ich dann die Klammer mache, weil am Ende werde ich einen Song, den ich dort das erste Mal gehört habe, in die Playlist einfügen. Ich finde den Beat überragend. Der Text CSD ist wieder Sonneberg so ein bisschen... und die AfD empört. Nee, der nicht. Das ist so ein bisschen Banane, der Text wieder, aber whatever. Der Beat geht richtig straff nach vorne. Habe ich auch in meiner Geburtstags-Playlist drin dann. Sweet, jetzt bin gespannt. Dieses Wochenende. Und für mich halt wirklich witzig, dieser Zug ging da vorbei mit diesen ganzen Regenbogenfahnen und da war dann ein so ein Typ am Fenster, der sich so an den Kopf greift, unter ihm seine verdrehte Deutschlandfahne und das war so ein schönes Bild einfach, wie der so entsetzt guckt, oh, was passiert da draußen Schlimmes. Aber auch, hast du auch auf dem Balkon gesehen, die beiden, die so Stinkefinger gezeigt haben und so und auch nach unten. Es gab zwei Leute, die auf dem Balkon waren und irgendwie dann auch eine Regenbogenfahne oder so gezeigt haben. Das gab es auch, es gab viele Menschen, auch mit Migrationshintergrund, die da gewunken haben und so. Also ich habe fast mehr Menschen mit Migrationshintergrund gesehen als in Weimar teilweise. Ja. Das war schon echt heftig. Es waren beim CSD in Sonneberg so 630 Menschen ungefähr, wird geschätzt. Es gab ein bisschen Musik, Ju hat gespielt und so weiter. War eine schöne Veranstaltung, muss ich sagen. Und es war sehr heiß, es war richtig hot an dem Tag. Das lag an unserer Anwesenheit. Ich denke auch. Naja, bevor wir nach Amerika und jetzt gleichen kommen, kommen wir doch mal zu anderen ähnlichen Ausschreitungen wie dem CSD. Und zwar geht es mir um Bangladesch. Mhm. Das hat vielleicht keiner auf dem Schirm, aber da geht es auf jeden Fall heiß Klamotten her. Da geht es richtig heiß her. Ich glaube, der Grund war, lass es mich nicht falsch sagen, es geht um Steuern. Oh fuck, Alter, ich krieg's nicht zusammen, aber es ist eigentlich auch egal. Mir geht's um die geilen Videos, die dabei entstehen. Es geht, glaube ich, darum, dass irgendwie so eine bestimmte Steuerklasse, also die, es geht natürlich wieder gegen die ärmeren Leute und die haben Probleme, weil die irgendwie mehr Steuern zahlen müssen. Ich weiß es nicht genau. Es wurde so irgendwie einklassiert. Ich will jetzt nichts Falsches erzählen. Googelt selber, das interessiert euch doch eh nicht. So, ich habe das für mich what the fuckigste Video seit langem gesehen aus Bangladesch. Und das will was heißen, weil ich habe wirklich vielen Scheiß in meinem Leben gesehen. Aber in Bangladesch hat sich es zugetan. Da gibt es halt wirklich große Ausschreitungen. Unter anderem, glaube ich, auch... Also es ist ähnlich wie Hongkong damals, so dass viele Studenten da am Start sind. Ich glaube, das ist auch gar nicht... Ich glaube, das war auch so ein studentisches Ding. Ist jetzt auch egal. Komm. Und da ist ein Polizist, der mit dem Polizeiauto rückwärts fährt und dabei jemanden erwischt, ja. Und was sich da in der folgenden Minute abspielt, ist einfach jenseits von Gut und Böse. Weil diese aufgeheizte Crowd, die möchte ich jetzt erwähnen, auch zu Recht aufgeheizt ist, weil, witzig, hier stirbt gerade alles, weil Polizisten diverse Studenten erschossen haben. Das war vor einer Woche schon irgendwie 40 Leute, keine Ahnung, wie viele das jetzt sind. Ja. Auf jeden Fall, diese angepeitschten Studenten gehen auf dieses Polizeiauto los und die zerpflücken dieses Auto wie eine Horde Zombies. Hm. Das ist wirklich, da sitzt noch ein Polizist drin und die haben dann so einfach nur so Stöcke. Sein, ja, also der wird komplett auseinandergenommen. Also am Ende des Videos lebt er noch, aber ich glaube nur optisch. Also der ist komplett... Da ist so viel Blut in diesem Auto, es ist wirklich insane, die stocken, die haben eigentlich so Besenstiele und so und giegeln da halt von allen Seiten in dieses Auto rein und die reißen das wirklich auseinander, als wäre das irgendwie ein Tierkadaver. Krass, das ist insane, wie dieses Auto innerhalb von einer Minute komplett auseinandergenommen wird. Also weil er jemanden umgefallen hat aus Versehen, ja? Ja, natürlich ist die Stimmung vorher schon angeheizt gewesen, aber das war halt der Auslöser für diesen Angriff dann. Und die Sounds, Alter... Wie die schreien, das ist natürlich auch, weil ich nicht verstehe, was sie schreien, aber das ist so insane. Mhm. Und dieser Typ halt in der Mitte so versucht irgendwie seinen Kopf zu schützen, dann probiert das noch einer der anderen, der zumindest seine Hände noch mit davor macht, den da irgendwie
den schlimmsten Schlägen ausweichen zu lassen, aber es ist wirklich insane. Krass, Alter, ja, das ist schon heftig. Ja, wenn euch das zu heftig ist, dann guckt euch das Video mit dem Polizeiauto aus Leeds an, also eine Stadt in England. Da gibt es nämlich fast das Gleiche, nur in witzig. Das ist dann quasi die, ja, die Kindervariante. Da ist witzig fast gestorben. Na, da saß keiner im Auto drin. Mhm. Da ist auch ein Polizeiauto, was komplett auseinandergenommen wird. Von eher so migrationshintergründigen Leuten. Ich weiß nicht genau, was da der ich glaube, da war es irgendwie so, eine Mutter hat das Sorgerecht für ihr Kind weggenommen bekommen in so einer Nachbarschaft in Leeds. Und daraufhin sind die alle eskaliert und haben also ein Auto auseinandergenommen, unter anderem. Ging auch noch mehr, aber dieses Autovideo ist so witzig, weil da ist dann ein Typ, der einfach den Kinderwagen von seinem Kind nimmt und den als Schlagstock missbraucht, um dieses Auto... Ohne Kind hoffentlich. Ja, oh, ich hoffe auch. Mit Kind wäre natürlich auch wieder witzig. Aber... Das ist übrigens der Schritt, den Deadpool nicht gegangen ist. Das finde ich sehr schade, möchte ich hier ankreiden. Es kommt ein Baby vor im neuen Deadpool-Film, mhm, den ich gesehen habe, und das stirbt nicht. Spoiler. Ah. Das finde ich sehr, sehr schade. Ja. Also erst spoilern, danach sagen Spoiler. Finde ich gut. Ja. Ansonsten kann man den Film sehr, sich gerne anschauen. David ist wieder viel zu anspruchsvoll. Ja, hört nicht auf den. Ist ein großer Spaß. Der hasst ja eh Filme, ist ja klar. Na, der hat halt seine speziellen. Das ist der Arthouse David. Wie dem auch sei, habe ich Deadpool kurz mal erwähnt. Der ist ja gestartet jetzt vor 2 Tagen. 3, 4, wann ihr das hört, egal. Und ein anderer Vater nimmt den City-Roller. Also nicht mal City-Roller, sondern so einen pinken Roller und verwendet den als Schlagstock. Ja. Und das ist einfach so ein geiles Bild, wie auf der einen Seite der Typ im Kinderwagen kloppt, auf der anderen Seite der Typ mit dem Roller seiner Tochter. Ja. Auf dieses Polizeiauto, wo halt keiner drin ist. Right, Daddies. Also es ist natürlich nett, dass da keiner drin ist, aber das macht es irgendwie noch dümmer, weil... Mhm. Es ist halt wirklich Gewalt gegen Sachen, aber das ist ja bekanntlich die beste sinnlos. Medizin. Eine Gewalt gegen Sachen ist voll sinnlos. Gewalt langweilig. Gegen Sachen ist die beste Medizin. Naja, das auf jeden Fall aus dem internationalen Raum. Also es sollte eine neue Sportart werden, Polizeiauto zerwamsen. Aber gäbe es denn für dich auch irgendwas, wo du anfangen würdest, auf so ein Bullenauto drauf zu kloppen? Also kannst du dir auch vorstellen, so angeheizt zu werden von irgendeiner Stimmung und dich dazu bringt? Ich kann das 100%ig nachvollziehen, aber gleichzeitig habe ich diese Form von Energie in meinem Leben, besonders in meiner Jugend, schon sehr viel ausgelebt. Mhm. Und deswegen habe ich da jetzt gerade nicht so den Zug danach. Ja. Aber so dieses geil, jetzt ist hier gerade happening und wir können jetzt hier einfach mal, ohne dass wir wahrscheinlich dafür belangt werden, einfach mal ein Polizeiauto auseinandernehmen, das verstehe ich 100%. Ja. Ja. Also es muss nicht mal ein Polizeiauto sein, aber das ist wirklich... Im besten Fall schon, oder? Klar, wenn jetzt hier irgendwie so ein Ding passiert, wie wir zünden jemanden an oder so im Polizeiquartier, dann kann ich mir das schon vorstellen, wenn dann sich so eine Dynamik entwickelt. Aber dann, wie gesagt, ne, Gewalt gegen Sachen, nicht Gewalt gegen... Bei mir ist es fast umgekehrt. Aber dann würde ich halt eher irgendwie was Witziges oder was Profanes an das Polizeihauptquartier dran sprühen oder so. Da spricht der Künstler wieder dann so. Ja. Der Graffiti-Künstler. Bei mir ist was umgedreht. Ich habe ja mich als Kind, Jugendlicher, junger Erwachsener sehr zusammengerissen. War ja immer so sehr entspannt, ja, und so. Und das ist meine Theorie übrigens. Und ich merke jetzt ein bisschen, manchmal habe ich eine kürzere Schnur. So. Und ja, natürlich werde ich da nicht geht gewaltig. Das Klappmesser auf, wenn dich einer schief anguckt. Ich werde nicht gewalttätig, aber ich glaube, ich bin heute ein bisschen schneller reizbar, als ich das früher war. Mhm. Eben weil ich viel Erfahrung gemacht habe mit geduldig sein und so. Aber irgendwann denke ich mir, auch muss ich immer geduldig sein? Reicht auch irgendwann mal, weißt du? Dann ist es total spannend zu beobachten. Aber das ist insgesamt halt meine Theorie so ein bisschen, dass kriminelle Energie sich später entfaltet, wenn man das halt nicht ordentlich in der Jugend ausgelebt hat. So dieses, ne, alles rebellisch und komm hier, Fahrrad klauen und so, ohne das gut zu heißen. Aber das ist halt dann einfach irgendwann befriedigt, so wie zum Beispiel auch meine Lust nach Feuerwerk mittlerweile durch ist, weil ich es komplett durchgespielt habe in meinem Leben. Das hat mich schon nie interessiert. Ja, aber das ist ja auch nur ein weiteres Beispiel. Oder? Das kann sein, dass du dann plötzlich TNT zusammen baust. Dann bin ich dann Tlindemann-Feuerwerker hier und mache jeden Abend Feuerwerk in Weimar. Kann ja auch sein. Ja. Ich habe jedes erdenkliche Ding und Mensch mit Böllern gesprengt. Also, es ist einfach durch. Naja. Durchgespielt hast du das. Ja. Durchgespielt hat Präsident Biden auch seine Kandidatur für die nächste Amtszeit. Schon rein, ja, in die wir müssen da Stars rein in diesen alten Mann, Alter. Schön digitales Auslesen, schön mit dem Schuh, mit dem Handschuh, vielleicht auch mit dem Schuh, da hinten rein. Wir hatten das Thema ja schon, dass der US-Präsidentschaftskandidat Joe Biden zurückgetreten ist von seiner Kandidatur. Er bleibt noch Präsident, was ihm auch viele ankreiden. Ja. Unter anderem WWE-Superstar Kane. Der ist ja auch inzwischen Bürgermeister von irgendeiner Stadt. Ja, Kane interessiert's.
Genau, okay, nicht. Und der hat wie gesagt, ja, gut, dass er zurücktritt, Biden, aber wieso, wenn er sich dafür nicht bereit fühlt, warum tritt er nicht gleich ganz als Präsident zurück, so? Ja. Und das fand ich auch eine spannende Sichtweise. Ja, das ist so ein bisschen zu sagen wie, hey, wenn du 550 Meter Sprint machst, warum rennst du denn nicht einfach einen Marathon? Genau, So, ja. das ist halt so ein bisschen So eine dumm. Art. Und jedenfalls war das ein Ruck durch die Gesellschaft, haben wir ja schon berichtet darüber, dass er zurücktritt. Da war die große Frage, wer folgt auf Biden? Da hast du ja angemerkt, dass es ja auch dieses Spendending gibt, von wegen, Genau. wenn jetzt sowohl Biden als auch Kamala Harris irgendwie abtreten, verfällt das Geld. Ja, wir haben es ja das letzte Mal auch gecallt. Wir haben das letzte Mal auch Freitag, glaube ich, aufgenommen. Heute ist auch wieder Freitag und wir haben gesagt, naja, bis Sonntag der Brennpunkt veröffentlicht wird, ist Biden wahrscheinlich Das zurückgeblieben. könnte passieren, genau, ja. Es war schon vorher so ein bisschen. Und jetzt ist es wohl Kamala Harris geworden. Also sie ist noch nicht Ja. gewählt. Ja, Es aber da braucht dann den gibt es eigentlich keinen Parteitag. Zweifel mehr. Aber alle endorsen sie gerade. Auch Obama hat wohl jetzt vor kurzem gesagt, jo, ich stehe hinter ihr und so. Und ich bin überrascht, dass die aktuellen Polls, die es gibt, auch für sie sprechen. Weil ich dachte, okay, Clinton war ja schon so ein Fehlgriff, weil man sich dachte, die Amerikaner sind nicht bereit für eine Frau als Präsidentin. Da greift übrigens eine andere meiner Theorien, aber sprich ruhig mal Genau, fertig. und auch, weil sie auch schwarz ist. Ich meine, Obama, der war schon sehr populär in den USA. Da dachte ich mir, okay, Hautfarbe scheint nicht mehr das Ding zu sein. Aber ich dachte, die Kombination aus Frau und afroamerikanisch aussehend, das ist, glaube ich, ein großes, big risk. Aber offenbar sprechen die Umfragen gerade für sie. Es ist ein Big Risk, aber es hat trotzdem auch Vorteile. Also, dass, wenn das die gleiche Frau wäre, nur stattdessen, was sie sich Taylor Swift aussehen würde und alt wäre, so 35 muss ja sein. Aber dann wäre das besser, sage ich mal, für die Gemeinheit, Allgemeinheit. Gemeinheit trifft aber auch zu bei Amerika. Aber meine andere Theorie, die sich daran anknüpft, ist nämlich natürlich hat Hillary Clinton ganz viel Ballast gehabt, ja, Genau, ja. und war ja auch bekannt als Warmonger und dann war dieses E-Mail-Ding, also die hatte viel mehr Angriffsfläche. Aber wenn du diese beiden Frauen mal nebeneinander stellst, wobei ich finde, also ich glaube, Clinton war damals auch schon 69, als sie Ja, schon angetreten ist, also relativ auch noch mal alt. fast 10 Jahre älter oder genau 10 Jahre. Aber die hatte halt auch diesen typischen Altfrauen-Look, ja, und Was seriös wirkt. jein. Was halt weniger Mainstream ist, sage ich. Das ist jetzt meine Theorie. Also, Also schon wie so zum Beispiel, das ist meine Affektivitätsding. Theorie seit Miley Cyrus damals auf dem Wrecking Ball rumgeflogen ist. Und meine Theorie war damals, sie hat ja einen übelsten Shitstorm dafür gehabt. Meine Theorie war, hätte sie das gleiche Musikvideo gemacht, dabei lange Haare gehabt und ich sag mal, vielleicht schwarze Unterwäsche, ja, das hätte dieses Bild so viel, ich sag mal, für die Allgemeinheit attraktiver gemacht, dass dieser Shitstorm komplett ausgeblieben wäre. Aber sie hatte halt diese Kurzhaarfrisur, sie hatte diese Standard Whitey Baumwollunterwäsche und das ist halt nicht so das attraktive Bild. Und so würde ich halt auch sagen, dass das unterschwellig, ja, das sagt natürlich keiner so, aber unterschwellig eine Rolle spielt. Kamala Harris, die sieht nicht aus wie eine Standard 60-Jährige, die sieht Stimmt. schon gut aus und hat halt langes, wallendes Haar und nicht diese Bibliothekars Angela Merkel, ich bin Businessfrau Frisur. Aber ich glaube, dass so ältere konservative Wählerinnen und Wähler solche Frauen bevorzugen, die halt wie Merkel und Clinton aussehen, weil es Das macht kann sein, was aber sehr, sehr Seriöses, gibt ich es ja, glaube aber ne? nicht, dass das Der hat keinen Sex überwiegt. mehr, so wirkt das. Ja, Und aber das wollen die halt. Bei Frauen ich zumindest, glaube aber was ich nicht, dass das furchtbar überwiegt. finde. Na klar gibt es Leute, die das bevorzugen. Aber das sind die Leute, die das auf einer ganz anderen Ebene betrachten. Keiner guckt sich Trump an und sagt, den wähle ich, weil der irgendwie sexy ist oder so. Das verstehe ich schon. Aber ich glaube, gerade bei Frauen spielt das eine Rolle. Und gerade Leider ja. Amerika ist da vielleicht auch noch ein bisschen weiter weg als vielleicht Struktureller europäische Länder. Sexismus, das immer wieder. Und deswegen sage ich ja auch, wenn da jetzt irgendwie als Vizepräsident auch eine Frau kommt, wie Gretchen Whitmer zum Beispiel, dann wird es wirklich schwierig. Aber das Wobei glaube die ich nicht. Einzelnen schon relativ populär sind, habe ich gelesen. Aber in der Kombination, also Zwei zwei Frauen ist Frauen, halt, ja. das ist, glaube ich, echt ein Big, Big Risk. Was schade ist, also es sollte echt völlig wurscht eigentlich sein. Und Ja. ich bin fast dafür, dass man auch mal irgendwie mal für 4 Jahre nur Frauen einsetzt, so in der Führungsriege.
Aber ich glaube, dass das wollen die Amis nicht. Also, ja, glaube ich zumindest. Also, ich würde jetzt an dieser Stelle mal als Vizepräsidenten callen Mark Kelly. Der bringt nämlich einiges mit. Der kommt aus einem relevanten Staat, weil das ist, die Vizepräsidentswahl ist natürlich wichtig für diese Rust Belt-Staaten und halt die ganzen Swing States, die es da zu gewinnen gilt, weil eigentlich gibt es so auf beiden Seiten, es wird heute Amerika-lastig, es tut mir leid, das nächste Mal weniger. Es gibt ja auf beiden Seiten vielleicht so Bundesstaaten, die safe beide Parteien für sich haben. So. Mhm. Und deswegen geht es eigentlich um 7 Bundesstaaten, die es wirklich, die so purple sind, sagt man. Ja. Ja, die entscheiden sich immer mal anders. Und der kommt halt aus einem davon, ich weiß gerade gar nicht welcher, ist aber auch egal. Der war außerdem Astronaut, der hat dieses Video gemacht, was du vielleicht kennst, dieser was ist denn das? Ein Gorilla war das, glaube ich. Gorilla-Kostüm im Weltraum. Hat der damals gemacht. Okay. Ist recht viral gegangen. Also so schwereloser Gorilla-Kostüm. Weiß ich nicht mehr. Egal. Und der ist halt so diese Personifizierung vom American Dream. Der hat alles quasi erreicht. Mhm. Ist relativ jung. Sieht dabei aus wie ein typischer Republikaner, würde ich sagen. Mhm. Glatzkopf und ein bisschen fülliger, sag ich mal. Dürfte Obama als Vize antreten oder ist er ganz raus nach 8 Jahren? Wahrscheinlich ist er ganz raus, aber das ist auch keine Option. Und jetzt komm nicht wieder mit deiner Michelle Obama an. Nee, das ist ja nicht meine. Also ich habe halt nur diese Umfragen gesehen, ja, ne, die Polls, dass sie halt haushoch gewinnen würde gegen Trump. Und es geht ja auch so ein bisschen um die unsicheren Wählenden. Ne? Ich meine, die USA sind ja relativ festgefahren, so was Republikaner gegen Demokraten angeht. Aber irgendwie müssen die beiden Parteien es schaffen, die Unsicheren reinzuholen, weil die entscheiden letztendlich die Wahl. Und mir ist jetzt irgendwie ein Video in meine Timeline gespielt worden, bei YouTube als Werbung, glaube ich sogar, dass es noch einen dritten Kandidaten gibt. Ist es sogar ein Kennedy RFK Jr. ist das. Genau. Ja. Und da reden die davon, dass es wohl schon mal so war, dass der dritte Kandidat einer unabhängigen Partei oder unabhängig Kandidat, dass der wohl an sich gewonnen hätte, aber die Menschen konditioniert sind, einen von den beiden Big Playern zu wählen und deswegen Angst haben, dass ihre Stimme verloren geht. Wenn das aber wegfallen würde und du hättest die 3 Kandidaten jetzt dabei hier, Trump, Joe Biden damals noch und halt Kennedy, dann würde wohl der Kennedy-Haus hochgewinnen. Das fand ich auch eine spannende Rechnung. Also behaupten also die. Bei Ranked-Choice-Voting vielleicht, aber aktuell so wie es ist, eher nicht. Der ist halt auch völlig degeneriert. Der geht komplett offen damit um, dass er jede Droge aller Zeiten schon mal in sich reingepumpt hat quasi. Das spricht nicht gegen ihn. Dass der alles essen würde, außer Hund, glaube ich, oder so. Mhm. Also ganz, ganz komisch. Und dann redet er auch ganz komisch. Also von vorne bis hinten richtig stranger Typ. Ich glaube nicht, dass der relevant sein wird. Das weiß ich nicht, das fand ich eine spannende Perspektive, dass die das so ausgerechnet haben mit, es gibt so Forschungen, ich weiß nicht mehr, wann das war, Bill Clinton gegen noch irgendwen, glaube ich. Und da war es jedenfalls so, dass er als unabhängiger Kandidat eigentlich am beliebtesten von allen war, aber er nicht gewählt worden ist, weil alle Angst hatten. Ja, witzig, was bei dieser Sache rausgekommen ist. 2 Leute, den zweiten habe ich jetzt nicht aufgeschrieben. Der eine war Joey Mariano, Manarino, scheißegal. 2 Leute haben sich ausgegeben als schwarze Person, haben gesagt, I am a true black American woman and I've been black all my life, sagt er. Und da oben drüber ist sein weißes Profilbild. I was born black and I will die black. Und jetzt kommt das richtig Gute. My mommy black, my daddy black. Also so mit Absicht schlechte Grammatik. Das ist richtig großartig. Und da drunter noch ein Bild. Und 2 Leute haben das gemacht, ist rausgekommen und ist einfach eine absolute Shitshow. Ist das nicht wahnsinnig auffällig mit so einem Profilbild? Hat er hat es halt direkt gelöscht und seine Argumentation hinterher war, er hat vergessen, seinen Kumpel bei sich auszulocken oder so, dass irgendwie sein Kumpel, den keiner kennt und er natürlich auch nicht aufzeigt. Das war auch kein Kumpel, das war auch eine Frau. Ja, das war aber seine Argumentation. Dass sein Kumpel sich bei ihm auf dem Profil angemeldet hat oder, also sein Kumpel hat aus Versehen über sein Profil gepostet, weil er vergessen hat, sich selber anzumelden oder so. Aber der Kumpel wollte alle verarschen und das ist dieser Kumpel eine Frau. Nein, der Kumpel ist scheinbar diese Person. Okay, naja, sicher. Vielleicht habe ich jetzt auch nur, Friend ist halt geschlechtsneutral im Englischen, vielleicht habe ich jetzt Kumpel draus gemacht. Perl. Vielleicht war es ja auch Frau. Na, wie bei Unge hier und seiner, wie heißt der, Loki Girl oder so? Ja. Viele haben so Co-Personas. Es sind auch schon einige, ich will jetzt die Partei nicht erwähnen, aber es gibt so eine Partei in Deutschland, die sind auch aufgeflogen, dass sie halt mit ihren eigenen Accounts sich selbst halt Lobeshymnen in die Kommentare schreiben. Ja. Es ist schon sehr, sehr traurig. Ja, ich habe darunter was Schönes gelesen, was ich irgendwie passend fand. So habe ich das noch nicht betrachtet. Dass
in dieser ganzen Debatte, das ist viel extremer noch als in Deutschland, vielleicht kommen wir da ja noch in ein paar Jahren, aber dass das alles, es gibt keinen neutralen Grund und keine Normalität, das muss alles, was gesagt wird, muss irgendwie ein Angriff auf die andere Seite sein oder halt eine Verteidigung, so irgendwie, ne, es gibt keinen, wir sind jetzt einfach mal wieder cool so. Und da hat einer drunter geschrieben, when you're love starved, everything someone else gets is something you feel you've been denied. Und das fand ich irgendwie irgendwo eine schöne Erkenntnis, dass wenn die Leute, die halt wirklich so keine Liebe im Leben erfahren haben, das ist natürlich jetzt sehr verallgemeinernd, aber die Ansicht an sich, so dieses, dir fehlt da was im Leben und alles, was andere kriegen, ist für dich direkt ein Angriff, weil du denkst, warum habe ich das nicht? Natürlich denkst du da nicht bewusst dran, aber so unterbewusst, dass das da mitschwingt. Sehr interessant. Was uns vielleicht noch zum anderen großen Amerika-Thema. Nee, ich bin noch nicht, so fertig mit Harris. Na gut, dann machen wir die noch fertig, die Alte. Ja, also ich habe noch zwei News dazu. Und zwar hat ja auch Elon Musk seine, wie heißt das, seine Spendenversprechen nicht eingelöst. Also ja, zu dem Spacken wollte ich gerade kommen. Aber ich habe noch mehr. Und zwar ist es so, dass er versprochen hatte, 45 Millionen Dollar pro Monat zu zahlen, um Trump zu unterstützen. Aber es macht er ein Rückruderer und sagt, das hätte er so nie behauptet, obwohl es relativ fest war. Naja, also sagt, das Ding jetzt, ist folgendermaßen, er rechtfertigt das so, dass er das nicht direkt an das Konto von Trump überweisen wollte, sondern nur an so ein Superpack, was natürlich pro Trump ist. Und deswegen sagt er, haha, ich habe nie gesagt, dass ich das Trump gebe. Es ist völlig dumm. Er will, jetzt kommen große Anführungsstriche, keinen Personenkult unterstützen. Ja. Elon Musk will keinen Personenkult unterstützen. So wie Hitler keinen Antisemitismus unterstützen wollte. Hier ist der Hitler-Vergleich der Woche, liebe Leute. Ja. Und Elon Musk der virale Hitler? Rufen wir ihn endlich mal wieder aus. Auf jeden Fall. Und es gab noch ein Foto, weiß nicht, ob du es gesehen hast. Guck mal, ich war ja schockiert hier, guck mal. Kamala Harris neben Epstein, ja, dem großen Sexualverbrecher, der im Gefängnis Selbstmord begangen haben soll. Und das war, also sie haben halt ein Fake gemacht mit einem Foto von den beiden zusammen und guck mal da, Kamala Harris, die hing auch mit dem rum und so. Und ist aber eine Fotomontage, weil sie eigentlich neben ihrem Mann steht. Du musst dir das mal auf der Zunge zergehen lassen, wie dumm das ist. Es gibt 1000 Fotos von Epstein mit Trump. Genau. Valider Angriffspunkt. Ja. Und dann faken die das für die andere Seite und sagen, dass das ein Angriffspunkt ist damit. Ja. Dumm. Cool. Ja, oder ist aus der Motivation heraus, guck's, macht die ja auch. Das ist jetzt ein... Ist ganz normal. Ein Kritikpunkt an Trump weniger, weil Kamala Harris ja auch mit dem rumhing, was aber nicht stimmt, liebe Leute. Kamala Harris hat mit Epstein, weil man aktuell weiß, nichts zu tun. Und ich kenne eine Schlagzeile, die jetzt kommt. Aber erzähl bitte. Ja, nee, generell würde ich sagen, wenn wir eh noch bei der Dame sind, die hat wirklich gutes Momentum gerade. In den ersten 24 Stunden, wo angekündigt wurde, dass sie halt de facto die Kandidatin sein wird, auch wenn es noch nicht offiziell in Zement ist. Das wird erst Mitte August passieren beim DNC. Beim Parteitag hat sie Demokraten. 81 Millionen Dollar bekommen und das zum großen Teil von kleinen Leuten unter 3.000 pro Spende. Wow. Das ist echt viel, das ist ein Rekord. Also der Rekord für Spenden in 24 Stunden. Da kommt noch der Spendenpool obendrauf, den sie vorher schon hatten, ja. Ja, genau. Das ist quasi nur die neuen Spenden, die eingegangen sind in den ersten 24 Stunden. Das ist wirklich insane viel. Können die nicht einfach mal eine Mille in den Brennpunkt stecken als Hörerwunsch? Ja, wir machen ja auch gerade hier kostenlos Werbung für die. Eigentlich schon. Ja. Gib mal was ab von den 81 Millionen. Und generell ist da echt gutes Momentum reingekommen. Und ich habe ja letzte Woche oder vorletzte gesagt, dass ich echt emotional ein bisschen zu involviert bin in den ganzen Scheiß. Das hat sich aber jetzt auch ins Positive überwunden, so. Dass ich so richtig das gespürt habe, dass da gerade die Leute wieder Hoffnung haben und so. Dass das komplett geschiftet ist von Scheiße, wir schieben hier gerade eine de facto Leiche Richtung Präsidentschaftswahl. Ist so, ja. Und jetzt ist das komplett umgetauscht. Und ihre ersten Moves so als, ja, ihre ersten Trailer zum Beispiel, die sind richtig gut. Da hat sie Beyoncé herangeholt mit so einem Freedom-Song. Das ist echt ein guter Wahlwerbespot. Ach, waren Beyoncé und hier, wer heißt da, Kanye West nicht mal irgendwie zusammen? Oder sind die noch zusammen? Nee, das ist Kim Jong-un. Ach, Kardashian, stimmt, ja, sorry. Das ist rassistisch von dir gewesen, Tino. Das ist einfach nur, ich habe keine Ahnung, vom Hollywood Boulevard, keine Ahnung. Ja, und die ganzen Moves, also Trump sagt zum Beispiel in einer eigenen Rede, oh, die werden sagen, ich bin die Strafverfolgerin und er ist der Sträfling. Und sie nimmt halt nur diesen Clip, also es ist natürlich nicht sie persönlich, aber der Apparat dahinter macht das wirklich gut. Sie nehmen diesen Clip und dann spielen sie einfach nur für einen, I'm Kamala Harris and I approve this message.
So, ja, okay. Also wirklich clever, so die eigenen Worte gegen ihn verwendet. Dann hat er auf Fox News eine kleine Rede gehalten, ist komplett abgetrifft und dann haben die instant so ein Analyse-Ding rausgehauen, wo dann so ein paar Punkte aufgeschrieben sind, was viel aggressiver ist, als was Biden die letzten Monate überhaupt gemacht hat. Mhm. Stand dann halt auch so Sachen drin, wie Trump will Diktator sein und bla und er ist irgendwie ein bisschen weird und so. Das braucht's auch, hatte ich das nicht hier sogar? Warte. Ach so, ja, das geht noch viel weiter. Wir kommen da gleich noch dazu. Oh, es ist doch viel mehr. Statement on a 87-year-old criminal's Fox News appearance. So, und dann sind da so ein paar Punkte drauf gelistet. Ja, es ist wirklich, when Trump wasn't lying, he was making threats. So, es ist wirklich extrem offensiv. Auch gegen den Vizekandidaten J.D. Vance, den wir, glaube ich, letzte Woche schon erwähnt haben. Genau, der erst ein Trump-Hasser war und jetzt ein Supporter. Genau. Da hat sie, also das Team, sage ich jetzt mal, die haben rausgehauen, Happy World IVF Day, also In Vitro Fertilization. Ja. In Vitro Veritas, genau. Genau, der war jetzt to everyone except J.D. Vance, weil der Typ dagegen ist. Der hat auch gesagt, dass er es nicht gut findet, dass so viele Childless Cat Ladies, dass irgendwie die kein, ich weiß nicht, wie er es genau formuliert hat, aber nicht wirklich innerhalb... Also für die Zukunft Amerikas nicht relevant sind, sagt er so ungefähr durch die Blume, weil die ja keine Kinder haben. Für alle, toll, super. Ja, so, und wird auch von allen Seiten angegriffen. Bei dem ist wiederum diese Woche so ein Running Gag rumgegangen, was offensichtlich fake war, dass er in seinem Buch Hillbilly Elegy schreibt, dass er eine Couch gefickt hat. Warum schreibt er das in sein Buch rein? Nein, das hat er ja nicht gemacht. Ach so. Es war einfach nur ein Shitpost auf Twitter, wo direkt auch drunter geschrieben wurde, das ist fake. Ja. Aber die Leute fanden das so lustig, dass sie das halt ironisch immer weiter angehypt haben. Und jetzt an jeder Ecke steht halt, ja, aber guck doch mal, der hat eine Couch gefickt, der kann es doch nicht werden. Alter. Und so. Alles das ist halt so ein, so ein Running-Ding jetzt geworden. Wobei, no King-Shaming, ne? Also ich denke halt nur, wer in die Politik will oder da schon ist, da schreibt er auch nicht rein, dass er seine Couch gefickt hat. Aber prinzipiell, Leute, Couch ficken ist voll in Ordnung. Nur so, tut, was nur, ihr reinigen wollt danach, und nicht lassen können. Und andererseits wird von Kamala Harris auch persönlich dieses ganze Meme-Potenzial komplett angenommen. Was ich echt krass finde, Alter. Das ist so dieses, was ich immer gesagt habe. Frau. Es ist, was ich gesagt habe. Naja, wie gesagt, das ist das Team dahinter. Das wird nicht alles sie sein. Aber trotzdem, es ist das, was ich immer gesagt habe. Dieses Philipp Amthor, aber in geil, weißt du? So das eigene Meme annehmen und dann wirst du... beliebter. So. Sie hat zum Beispiel so ein paar Sätze gesagt, wie meine Mutter hat damals gesagt, du bist nicht also aus dem Kokosnussbaum gefallen. Und das ist irgendwie übelstes Meme geworden auf TikTok und alle tanzen dazu. Und dann hat sie noch so einen Spruch, dass wir unburdened by the past sein müssen, was sie irgendwie jede Rede sagt. Und das ist halt, das wird komplett etabliert als ihr Ding. Sie ist auf TikTok jetzt auch selber beigetreten, innerhalb von 2 Stunden, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, hatte sie 400.000 Zuschauer, Follower. Also da ist gerade echt hart was am passieren. Und Willen, ich habe auch gelesen, dass Trumps Administration wohl auch die Demokraten verklagen wollen. Ja. Es ist eine richtige Meldung, weil sie ihr ganzes Konzept aufgebaut haben, auf Biden zu vernichten. Du musst dir das mal vorstellen. Du verklagst, also ja, das steckt dahinter, aber du verklagst die... weil die ihren Kandidaten zurücknehmen, der eigentlich noch gar nicht offiziell stand. So. Aber schon selbst wenn das durchkommen würde, hieße das einfach, Biden tritt weiterhin an und am ersten Tag, wenn er eingeschworen wird, sagt, also er geht damit offen um, sagt, hey, den ersten Tag, den ich eingeschworen werde, sage ich, ich trete zurück und Kamala Harris ist es. Ja. Deswegen ist das total dumm. Hallo! Herein. So, guck mal, was ist denn jetzt hier los? Ist gerade schlecht. Jetzt gerade richtig schlecht. Ist richtig, richtig gut, würde ich sogar sagen. Hallo. Hier geht's guck mal. Um Themen, die ich einzuordnen vermag. Ja, was hältst du von der potenziell ersten schwarzen Präsidentin? Hast du jetzt ja immer die Tür offen gelassen oder kommt da noch was Schönes? Meine, hallo. Hallo. Meine First Lady kommt auch noch. Hallo. Willkommen. Du bist ein Fürst jetzt. Ja, wir haben heute noch 2 News tatsächlich. Ja, was passiert? Aus Dithmarschen. Dithmarschen. Ja. Aber das, die wird Präsidentin. Das halte ich aber für... potenziell, habe ich gesagt. Für nicht in Sack und Tüten. Nee, aber gar es gibt Hoffnung. Ja. Es gibt Hoffnung. Soll ich das jetzt ernst beantworten? Ja. Ja, es gibt in der Tat Hoffnung. Mehr als vorher. Also, ich will jetzt die USA nicht diktieren, was sie zu tun und zu lassen hat. Das ist und bleibt eine Wählerentscheidung. Was nicht stimmt, weil es war eine Entscheidung vom Präsidenten,
zu sagen, ich mache es nicht normal. Anders als Olaf Scholz, was schade ist. Ja, was ist da los eigentlich? Olaf Scholz wurde in der Pressekonferenz gefragt, ob er es ihm gleich tun will. Hat er sich für die nette Frage bedankt, hat gesagt, nee, ich werd nochmal antreten. Ja, der hat, glaube ich, noch weniger Approval als Biden, oder? Was geht denn bei Scholz? Ja, SPD ist ja auch liegt unten gerade von den Wahlumfragen her. Also eigentlich müssten, also die CDU ist gerade von den demokratischen Parteien halt irgendwie ganz oben. Aber ich habe gemerkt, das war gerade ein ganz politischer Move. Ich habe kein Wort zu Frau Harris gesagt, sondern habe das Thema geschickt in eine Richtung gelenkt. Ja, ganz Politiker bin ich. Ja. Ich war doch gerade dabei, dass die Trump-Administration die Demokraten verklagen, weil sie ja ihr ganzes Konzept aufgebaut haben, Biden zu vernichten. Ja, dann. Also, wenn du keine eigenen Argumente hast, sondern nur, dass du das stören wolltest. Wenn sie das jetzt noch vor einem Gericht machen, das sie selber eingesetzt haben, das wäre natürlich perfekt. Meinst du, das könnte gehen, Robin, als Experte? Nein. Okay. Ich habe ehrlich gesagt die letzte 30 Sekunden nicht zugehört, weil ich ja noch was nachgelesen habe. Aber war das das, was wir schon besprochen haben mit diesem Einklagen? Genau. Weil, also ich habe schon gesagt, selbst wenn das durchgeht, ist das Quatsch, weil dann müsste halt Biden gezwungen werden, weiter anzutreten, was eigentlich nicht geht. Ja, und dann würde er das halt machen und sagen, okay, ich trete jetzt offiziell an, aber den ersten Tag im Office trete ich zurück und dann ist es Kamala Harris, weil sie Vize ist. Wieder anzeigen. Ja, okay. Einmal die Scheiße aus dem Rausklagen, dem Wichser. Du hast ja die Zuhörerschaft gefragt, wie sie zum Thema Amerika stehen. Mhm. Ich als Teil der Zuhörerschaft würde nochmal sagen, gerne, weil das geht ja, also jetzt gerade nicht, aktuell nicht, aber die meiste Zeit geht es ja doch in den gerade deutschen Medien unter. Und deshalb bist du quasi so der Blick über den Nordatlantik. Ich bin in den deutschen Medien die Instanz, die wenigstens ein bisschen Amerika. Du bist ein kleines Okular über diesen großen Teich nach Amerika. Einer muss es ja machen letztendlich. Ne? Du wolltest aber überschwenken zu Elon Musk. Der Kollege, ja, der ist ja auch wieder in der Kritik gewesen, auch weil du eben dieses Fake-Bild mit Epstein angesprochen hast. Der ist ja hier mit Ghislaine Maxwell öfter mal zu sehen gewesen, die ja die rechte Hand, die rechte wichsende Hand von Epstein war. Und da sind Sachen aufgetaucht, dass sie quasi die Kung-Fu-Trainerin von ihm war. Was ein bisschen seltsam ist, und das geht natürlich jetzt in Spekulation, aber Leute sagen dann, KF, steht das jetzt für Kidfucking? Was ist das? Ach, Kung-Fu, Kung-Fu, warum hat er Kung-Fu-Training gerade bei Ghislaine Maxwell? Es ist schon ein bisschen strange, aber das ist natürlich Spekulatius. Was ist nicht, das kurze Zwischenfrage, braucht man Training, um Kind zu, also ich kann es gar nicht aussprechen, ja, das wird mir nicht über die Lippen, tut mir leid, aber... Das wird dir dabei gebracht, weil das ist ja kompliziert, weil... Ich freue mich schon wieder. Ich möchte es gern kassieren. Also ein Witz lernen, aber ich fühle mich schon wieder maximal schlecht. aber was nicht Spekulatius ist, ist, dass Till Eulen Spiegel im Podcast von Jordan Peterson war und dort gesagt hat, sein Kind ist gestorben durch den Woke Mind Virus. Weil das Kind trans ist, ne? Genau. Eins seiner 12 Kinder hat einen Switch gemacht und ist jetzt Frau. Das war schon die ganze Zeit. Hat sich schon die ganze Zeit als Frau gefühlt und hat jetzt den Körper angepasst. Ja, man könnte ganz scharf draufgehen und sagen, aber ich bin über jeden Menschen froh, der das anerkennt und es gut findet, deswegen bin ich aber nicht ganz so streng. Es geht halt auch. Die Termine ändern sich aber auch ständig. Was jetzt auch der Zuhörer nicht gesehen hat, ich habe gerade so ganz, ganz komplimentheischend zu Tino rüber geguckt. Das war eine schöne Beobachtung. Es geht halt auch weniger darum, sondern dass er halt gesagt hat, die Person ist tot. So als, ich kümmere mich da jetzt mal nicht drum, irgendwie als liebender Vater oder so, sondern diese Person ist halt tot, weil der Woke Mind Virus hat das so ein bisschen, ne, ist jetzt einfach weg, so. Ja. Mein Sohn ist jetzt tot, sagt er. Und das ist halt witzig, weil im Zuge dessen wieder das passiert ist, wie damals, als er meinte, also da war diese große Diskussion, ist der jetzt so 100% self-made oder gab es da diese Smaragdmine von seinem Vater, die ihm verholfen hat, aus Südamerika nach Südafrika nach Amerika zu kommen. Und da hat halt damals sein Vater selber gesagt, ja, also nochmal aufrollen, Elon hat gesagt, ich gebe dem 1 Million Dogecoins, der mir beweisen kann, dass es da so eine Smaragdmine gab. Und dann hat sein eigener Vater gesagt, yo, soll ich das vielleicht machen? Weil ich war dabei, ich kann das beweisen. So. Und jetzt kam halt die Tochter raus und hat alles, was er in dem Podcast gesagt hat, komplett debunked, dass das nicht stimmt. So. Also es ging nicht zwangsläufig nur um diese Gender-Transformation, sondern auch um alles, was er sonst noch gesagt hat, dass da irgendwie... dass sie mit 4 irgendwie schon Musicals geliebt hat und so. Ganz viele Sachen, die ein 4-jähriges Kind jetzt noch nicht so wirklich macht und so. Egal. Dass er nicht gleich für trans spricht, kann er einfach schwul sein, so ein Kind, ne?
Ja, egal, wollte ich jetzt nur mal erwähnen, weil also eigentlich war das Witzige das Kidfucking. Da haben wir doch was für einen Anfang, oder nicht? Ja. Aber guck mal, noch mehr Kontroversen. Guck mal, Assassin's Creed, das kennst Assassin's du. Assassin's Creed. To our esteemed Japanese community, ja. A massage. Das neue Assassin's... Ich will das mal kurz laut vorlesen. Das sind halt 4 und ich habe nur die erste gescreenshottet. Also 4 so Seiten Text. Das ist schon 4. Also die haben jetzt was gegen Japan. Nee, eben nicht. Also es gibt so eine historische Figur, eine schwarze Person in Amerika, die halt im neuen Assassin's Creed Shadows drin sein wird. Und da haben sich natürlich Leute beschwert, weil Japaner sind nicht schwarz. Es gibt ja noch die zweite Person. Aber die gibt's auch. Ja, also das ist eine historische Figur. Ja. Die gab's, so. Und jetzt musste halt Assassin's Creed so ein bisschen zurückrudern oder halt Ubisoft und sagen, yo, Leute, also wir haben uns schon immer ein bisschen kreative Freiheiten genommen und wollen halt gerne das machen, was wir wollen und unsere Freiheit nutzen, um die Geschichte zu erzählen, die wir wollen. Wir reden ja von einem Spiel, was im zweiten Teil dir erlaubt, den Papst zu verprügeln. Und da ist dann irgendwie, danach kommt eine Gottesfigur und so. Und jetzt wird sich halt über Schwarzer Haut beschwert. Das ist ja wirklich, das ist der Punkt, wo für mich das auch alles so... Ja, gerade dieses Narrativ vom Kulturkampf, der irgendwie die Massendiskussion beeinflusst und es ist ja nur noch Vogue alles stattfindet. Ich glaube, dass der Kulturkampf eher von rechts geführt wird. Ich habe immer das Gefühl, dass das Thema Gendern und Hautfarben gar kein Thema eigentlich ist für die meisten Menschen, aber die Rechten machen das eben immer so groß auf. Da ist Ariel eben schwarz, okay, Punkt, aus, mehr muss es ja eigentlich nicht sein. Aber dieses ganze Thema rollen noch immer die Konservativen. Aber da muss ich sagen, bei Ariel war es halt, wenn man das Narrativ weitergeht, da war es mehr erzwungen als hier. Weil hier ist es ja eine echte Person, die zumindest, ne? Und hier wurde ja immer gesagt, die ist jetzt schwarz. Und die Originale war das halt nicht. Da ist es halt irgendwie erzwungen. Aber japanische Leute haben natürlich auch gesagt, das ist irgendwie blöd. Mhm. Aber ich weiß nicht, da gibt es halt noch die zweite Figur, die halt komplett japanisch ist. Die für mich auch interessanter ist, weil die sneakt. Da verstehe ich halt dann auch die Kritik mehr, wenn eine Person halt einfach nicht so war, so, dass man die dann umändert. Das kann ich eher nachvollziehen als von einer fiktiven Person. Naja. Also ich habe das gesehen und das war das Erste, was für mich mal wieder ansprechend war seit Black Flag, was lange her ist. Ja, selbst das habe ich nicht durchgezockt. Aber war doch gut, oder? Also ich habe es nicht durchgezockt. Mit dem Boot rum. Ich musste halt übelst jede Insel erstmal jedes Symbol abfarmen. Das ging dann ziemlich schnell. Aber vielleicht gucke ich es mir mal wieder an. Dithmarschen, was ist da denn gewesen? Mit welcher der zwei News fange ich an? War beides in Dithmarschen. Es ist so richtig viel passiert in Dithmarschen. Ach du Scheiße, okay. Ich glaube, ich fange zuerst mit der traurigen News an. Bei Dithmarschen ist leider ein Pferd in einem Fluss ertrunken. Oh nein. Ja, auf jeden Schade. Fall das in unseren Pferd, das hübscheste Tier der Welt. Nekrolog eingepflegt, das Pferd aus Dithmarschen. Ich kann Pferde auch nicht leiden, aber ich finde, die müssen auch nicht sterben. Also ich hab keine Aktien in Pferden. Hm. Ja. Aber ich mag die auch nicht. Ich habe keine 50 Cent in Pferden. Ja. Also Trauer nicht nur an das Pferd aus Dithmarschen, sondern auch dem Pferdeeigentümer, der jetzt wahrscheinlich auch einen finanziellen Schaden hat. Ach, ich dachte, der ist mit ertrunken, aber das hast du so Solfeng-mäßig unterschlagen. Erstmal das Pferd erwähnen und ach ja, übrigens, da saß auch einer drauf. Solfeng-mäßige Unterschlagung, ich sehe. Na. Ich glaube, es war tatsächlich nur das Pferd. Es ist irgendwie ausgebüxt, in den Fluss gerannt und dann nicht mehr rausgekommen. Ja, aber ist das nicht auch diese natürliche Auslese? Ich würde gerade sagen, also hat er damit hin dem Helfer das Pferd doch gekillt, oder ein nicht? Ein Pferd kann doch eigentlich schwimmen, dachte ich. Jetzt die Frage an dich, Jesse, als Experte. Ja. Ist dieses Pferd zufällig dumm gewesen? Was für einen Abschluss hatte das Pferd und welche Herkunft? Genau. Wie lang war das schon in Deutschland und in Dithmarschen? Da die ganzen, weißt du, das ist ja vor kurzem passiert, da läuft noch die ganze Hintergrundanalyse. Ja, das ist quasi alles da noch. Da kann sich die Polizei noch leider nicht zu äußern. Aber haben die keinen Ausweis gefunden von dem Pferd? Leider nein. Okay. Vielleicht war das Pferd auch total schlau, aber der Fluss war halt schlauer. Das stimmt, ja. Kann auch sein. Ähnlich reißerisch wie der Fluss ist die folgende News aus Dithmarschen. Noch eine, aber eine gute jetzt. Ja, bei Dithmarschen soll die hier nachhaltigste Batteriefabrik gemacht werden. Fuck, wie war denn das? Die nachhaltigste Batteriefabrik? Irgendwie sowas. Die, die man aufladen kann. Nutzen quasi. Sie die Batterien, die sie machen, um sich selber anzufeuern, sodass sie quasi nie wieder Energie brauchen? Ja. Dithmarschen hat das Perpetuum mobile erfunden. Ja. Es lädt Batterien einfach durch Entladung anderer Batterien. Free Energy. Free Energy, genau. Bei uns habt ihr es zuerst gehört. Tesla lebt. Wenn jetzt gleich ein SWAT-Team durchs Fenster kommt und es abknallt, wisst ihr warum.
Tesla lebt wieder. Ja. Füllt mal hier die Zeit, noch, wenn ich das mache. Ich fülle diese Zeit. Man kann doch über einen Zigarettenanzünder einfach die Tesla aufladen. Eigentlich schon, ja. Ja. Nachhaltigste Batteriezellfabrik. Ja, Kreis Dithmarschen. Auf der Seite Schiss könnt ihr es selber nachlesen. Ich habe diesen Ort noch nie gehört. Wo ist da die Verbindung? Naja, Schiss ist ja auch gerade in Hamburg am passieren. Ach, nämlich gesichert rechtsextremistische... Ganz kurze Frage. Hat Olaf Scholz wieder Abfuhrmittel verteilt? Nein. Okay. Stimmt, dieses Brechmittel, das war ja auch eine Zeit lang echt guter Gag für mich. Ja, ich weiß, ich wollte es nur hochholen. Ja. Ja, diesmal, kann man mit dem Brechmittel auch einiges hochholen. Diesmal hat jemand Drogen über seinen Hinterteil halt geschmuggelt und da hat Olaf Scholz dem höchstpersönlich Abführmittel reingetan. Der hat natürlich dann sämtliche Gedärme ausgeschissen, weil es viel zu viel war und ist jetzt tot. Und der war es auch nicht. Ja. Der hatte auch nichts. Also. Nee, wir haben vor 3 Wochen oder so berichtet über diese Kalifat ausrufende Islamisten-Demo. Hm. Und jetzt gab es einen Raid auf deren blaue Moschee. Achso, die wurden verboten. Nach dem Kompaktmagazin wird hart durchgegriffen gegen Extremismus. Und es wurde damit man das nicht both sidens kann. Sidens. Wie sagt man? Both sidensen. Aber es kam ja jetzt relativ plötzlich, diese Verbote, ne, von Kompakt und der blauen Moschee. Hm. Das ist quasi unsere Reichskristallmacht. Nacht. vielleicht will die Nancy wiedergewählt werden, jetzt wo es langsam Richtung Wahlkampf geht. Fängt die an zu arbeiten. Aber jetzt frage ich mich auch, kann sich auch passieren, also ich weiß ja nicht, wie das AfD-Verbotsverfahren läuft, kann es sich auch auf einmal angekündigt werden, so dass sie bei Chrupalla und Weidel vor der Tür stehen und sagen, klopf, klopf, verboten. Na, alle, die unter Beobachtung stehen, da kann es ja passieren. So, na klar. Oder soll ich jetzt verstanden? Also ja, kann sein, dass es so ist, aber ich sehe das nicht, dass das passiert. Alice Weidel und Chrupalla werden einfach beschlagnahmt. Oh, das wäre nicht schlecht. So als Beweis. Werden so in Kisten verpackt mit so ganz gefährlichen Aufklebern. Ich denke, es kann passieren. Also ich glaube, die Beweislast ist ja sehr groß. Es gibt ja auch eine Website, die nennt sich afdverbot.de, sehr kreativ, aber das ist sie nun mal. Und die sammeln richtig viele Beweise, auch transparent, die beweisen sollen, dass die AfD rechtsradikal ist. Dieses AfD nicht erwähnen im Juli-Ding ist komplett aus dem Fenster. Jetzt bin ich raus, leid. Aber ich wollte über Islamisten reden. Wie kommt man da auf AfD? Du suchst aber auch. Zu meiner Verteidigung. Wenn die Partei hier gefallen ist, war es immer irgendwie eine Straße. Das heißt, sonst habe ich immer, vor dem Juli, habe ich immer die Partei immer von mir aus eingebracht. Jetzt waren es aber eher so Straßen. Thema ein, ich würde gerne einen Vorschlag einbringen. Geführt. Jeden Monat, den du es nicht schaffst, neue Monate hinten dran. No AfD August. Das kann ja einfach ewig dranhängen, bis wir einfach tot sind. Das ist okay. Mhm. Nee, aber das kann auch passieren, das ist einfach ganz schnell passiert, so ein Verbot, weil es kam ja sehr plötzlich, es war ja nicht irgendwie so kompakt, wird gerade irgendwie, die stehen auf der Kippe, es kann passieren, es war einfach so plötzlich. Ja, das war ja da so ein bisschen tricky, weil die haben ja das nicht gegen das Magazin direkt gerichtet, sondern das, was dahinter steht, die GmbH. Genau, ja. Und, was auch schwer ist, so eine GmbH zu verbieten. Kommt ja, weil sonst war das halt auch schwierig wegen Pressefreiheit und deswegen verstehe ich auch, dass das ein bisschen kontrovers diskutiert wird. Mhm. Aber wollen wir nicht trotzdem über Hamburg reden und nicht komplett von diesem Thema ab? Also, naja, wie findest du ein Kalifat? Geil, oder? Nee, nicht so gut. Also muss nicht sein. Da wurde auf jeden Fall blaue Moschee, wurde richtig reingeradet. Ja, das ist ja so, jetzt passiert und verboten wenn worden. Einer von weißt du, wenn es um AfD geht, da kann der Schwallen... Ich habe das in meinem Kopf, ich kann das jetzt nicht mehr loslassen. Ja. Wenn einer deiner besten Kumpels einen fahren lässt, ist es dann ein Kalifat. Ja. Danke. Dumm. Ja, aber was? Erzähl das der da nochmal. Hi. Ich hab's gecallt, Alter. Ich hab's so gecallt. Ich hab festgenommen, setz dich doch mit aufs Sofa und nee, die muss jetzt wichtige Dinge tun. Nee, und zwar kurz. Aber erzähl deinen Gag nochmal, komm. Witz bewerten. Also, du kennst doch den Begriff Kalifat. Hallo erstmal, schön, dich mal wieder zu sehen, ist lange her. Kalifat? Ja, ist für ein Begriff. Kannst du dich dazu kurz äußern in deiner. Nein, also pass auf. Nein. Ich wollte nur einen Witzcheck machen. Okay. Einer seiner besten Kumpels, wenn der einen fahren lässt, ist das dann ein Kalifat? Oh mein Gott. Marlene, ich freue mich, dich zu sehen. Ja, umarmen, machen wir dann. Verlässt den Raum wieder rückwärts. Ja. Ist wieder ganz schnell wieder weg, Alter. Ja, aber es ist nicht die News, dass sie verboten worden sind. Was gibt's denn da mehr zu erzählen? Na, weiß ich nicht. Dass du sagst, gut. Ist ja auch gut, na klar. Das will ich auch mal klare Kante, mal Haltung zeigen. Ich bin kein Kali-Fan. Also du kennst doch hier diese Plakate, wo immer draufsteht, Haltung zeigen. Ja, zeige ich auch. Das ist wirklich wichtig. Ja. Ich habe ein Plakat gesehen hier in Weimar, da war irgendwas mit Substanz drauf. Der Hast Mann du dieses Kemmerich-Plakat gesehen, gleich. Wo der aussieht wie Steve Jobs? Kurze Fürchterlich. Zwischenfrage. Wenn man deinen besten Kumpel nicht salzt, schmeckt dann Kalifat? Es ist ein Kali. Na Kali. Kalle?
Ach so, ich dachte irgendwie, Kalli ist ein Begriff für ein bester Kumpel oder so. Mein Kalli, du bist also mein Kalli, du bist mein Kalli. Du bist ja wirklich ganz auf dem Schlauch heute unterwegs. Nee, es ist, ja, ich meine... Ich habe das Thema schon wieder eingerissen, was hatten wir gerade? Ja, Hamburg, ist egal, interessiert keinen. Nee, Wahlplakat hat man gerade noch. Ach so, ja, das habe ich, also wo er so mit zwei Fingern nach vorne zeigt und sagt... Alter, der nee, das ist nicht, er hat wirklich diesen Turtleneck, schwarzen Rollkragenpullover an. Habe ich nicht gesehen. Glatze halt, ne? Mhm. Also Kämmerich von FDP und guckt sozusagen, ist wirklich 1:1 Steve Jobs. Aber was mir aufgefallen ist, ganz viele Wahlplakate machen kaum so Lokalpolitik, wenn es dann heißt Klimawandel, ich weiß nicht, das ist ja kein Thüringer Thema. Ja, die Linke, die Linke macht schon sowas, was Thüringen braucht und so. Dieser Typ von der CDU, der sagt auch hier für Weimar und so. Genau. Gut, ich weiß genau, dass das die CDU ist und so weiter, brauchen wir nicht einordnen, aber ich glaube, das ist gezielter, als wenn man sagt, Klimapolitik oder die Wirtschaft ist wichtig. Das Ja den Thüringer so weniger krass. Also man kann ja in Thüringen schon ein paar Bäume pflanzen. Naja, aber da stehen schon reichlich. Naja, geht immer nach oben, ist immer Luft. Mhm. Ganz spannend ist der Typ mit dem Hut auf. Das ne, wo der mit dem Mut. Der hat unser Gag geklaut, hast du schon gesehen? Wieso steht da drauf Krebs für Thüringen oder was? Fast. Fände ich eigentlich ein gutes Wahlplakat. Ja. Der hat einen Hut auf und da steht der mit dem Mut. Ah, nee, das ich habe echt Hut immer gelesen lange Zeit. Ich habe das am Jo erzählt. So, ich finde das voll lächerlich. Und irgendwie der Mann von der Werteunion übrigens. Werteunion, genau. Aber der hat hingeschrieben, der Mann mit dem Mut hat aber einen Hut oben drauf. Und haha, lustig. Guckt halt schon wie so ein, ja, ich will mich nicht verklagen lassen von dem. Das sieht sehr seltsam aus. Wahlplakat in Weimar, sehr spannend. Ja, wir haben noch zwei große YouTube-Skandale. Tanzverbot, ne? Ist ja nicht irgendwie. Ach, stimmt, drei. Sorry. Tanzverbot wurde jetzt auch outgecallt für Verhalten, was nicht okay ist, aber ich weiß nicht, was genau. Naja, das war wieder so ein Video, so ein 2,50 Euro Video, aber ich fand es ein bisschen weird, weil sie hat das komplette Video abgelesen. 2,50 Euro habe ich nicht ganz gecheckt. Nein, dieses Annie the Duck-Ding hat ganz ursprünglich angefangen, weil irgendjemand 2,50 Euro bei der, die Annie the Duck kritisiert hat, reindonated hat. Hat gefragt, warum machst du eigentlich nichts mehr mit Anni? Ah, okay. Und da ist sie komplett durchgedreht. Das war quasi ihr Snap-Moment. Und hat dann alles ausgepackt. Mhm. Und das hat ja dann ausgelöst, dass ganz viele andere angeklagt wurden oder sich selbst angeklagt haben, wie Taddel. Kinderkacke. Und deswegen haben diese 2,50 Euro quasi das alles ausgelöst. Mhm. Ja. Okay, I see. Und die sagt jetzt halt, ey, der Tanzverbot, das ist ein kleiner, frecher Hund. Ist auch so einer. Ja. Also zum einen sagt die nichts, was nicht irgendwie öffentlich bekannt war, glaube ich. Ist viel. Nee, der war schon irgendwie echt uncool zu der, aber das hat er auch immer selber gesagt, ich bin scheiße und so. Deswegen ist das für mich so ein bisschen... Nee, ist natürlich nicht okay, aber das war halt so, ich verstehe nicht ganz, warum dieses... Also sie hat dieses Video auf jeden Fall für sich gemacht, das verstehe ich, aber darüber hinaus so ein Mehrwert für die Öffentlichkeit ist da nicht wirklich so. Und sie assumed halt auch sehr viel, was Tanzverbots neue Freundin angeht, wo sie nicht dabei ist. Sie liest das ganze Video ab. Ich sag nur, dass das... Ich bin verwöhnt von den letzten Monaten. Ja, das waren so gute 2,50 Euro Videos. Mhm. Und die kommt da jetzt hier an und liest das ab. Da bin ich besser gewohnt. Es kommen noch bessere. Wenn es also, was hat Tanz ja echt gemacht? Kommt. Naja, die waren halt irgendwie insgeheim zusammen... Mhm. Die war ein bisschen voluminöser und das hat sie da gedisst deswegen. Mhm. Sie blendet halt immer wieder Clips ein, die das untermauern, aber das sind halt Clips, wo Tanzverbot 1:1 sagt, was sie sagt. So. Mhm. Ja, und dicke Frauen, eklig und so. Mhm. Also das ist jetzt nichts, aber ist eigentlich auch dass sie irgendwas enthüllt. Ja? Sie zeigt 1-2 Chats, also sie wollte die quasi halt Panne sind. Ein Stück Kuchen einfach, denke ich mal. Nee, das so war ist jetzt es in dem auch Kontext nicht. Ein bisschen schwierig formuliert. Die wollte ein Stück Kuchen, witzig, ja. Das hat jetzt ein bisschen gedauert bei mir, aber ja. Die wollten ein Stück Kuchen. Das, also ich kenne sie nicht. Nein, so schlimm ist es wahrscheinlich auch wieder nicht. Es ist einfach so, es hat für den Zuschauer eigentlich nicht so viel Mehrwert. So. Und deswegen, ich sage das aus einer rein reißerischen Aufmerksamkeit auf Skandalen lüstern Sicht. Speaking of, hat jemand das neue MyLab-Video schon gesehen? Nee. So, wusste um das Ding? Ja, wollte ich auch gerade erwähnen, dass der MyLab sogar jetzt so ein Video gemacht hat, mit was wir aus der Sache lernen können mit Dingsbums. Okay. Ja. Wer ist denn Dingsbums? Annie the Duck. Annie the Duck, genau. Okay, welche anderen beiden YouTuber wurden noch mehr gekannt? Also Boogie gibt's ja, der war früher dieser Francis, der ganz auch sehr dicke, der so immer so ausgerastet ist und so. Okay. Trending Robin. Kenn ich nicht. Nee, das ist ein englischer Boogie okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oder so. Kennst du wieder. Echt nicht. Also Boogie, den kennt man. Das ist auch so ein YouTube-Urgestein. Ist so wie Trending Robin eigentlich Ray William. Das war ja eigentlich ganz witzig damals. Keine Ahnung. Der war doch voll auf dem aufsteigenden Ast und ist dann irgendwie weg gewesen. So, der hat auf jeden Fall vorgegeben, Krebs zu haben.
hier sowas hat, so hat man den meistens gesehen. Gab es auch eine krasse Doku vor einem Jahr und so, wie der sich komplett dekonstruiert hat. Ach doch, das, den kenne ich vom Sehen. Genau, ja. Der hat halt jetzt vorgegeben, Krebs zu haben, um Geld zu bekommen. Ah, das, wo du gestern erzählt hattest. Genau, das kam dann raus und der hat zusammen mit Keemstar, ist der in einem Podcast, in einem Videopodcast, und Keemstar hat dann gesagt, Alter, das geht nicht, das ist nicht nett zu tun, als hätte man Krebs. Du darfst jetzt nur bei mir im Podcast bleiben, wenn du dir ganz groß Lügner, also Liar, auf das Gesicht tätowierst. Tätowierst? Das ist dann live passiert. Für einen Podcast? Nein, also der ist da fester Bestandteil drin, ach so, soweit ich weiß. Ja, und das ist so irgendwie Endstadium Content Creator, die Generation. Hat der jetzt ein Tattoo? Der hat jetzt ein Tattoo, wo Lügner draufsteht. Liar. Ich finde das krass. Ich habe auch jetzt irgendwie gelesen, dass eine Olympia-Person hat sich irgendwas gebrochen. Man darf mit Brüchen nicht bei Olympia teilnehmen. Deswegen hat sie sich jetzt irgendwie ihren Finger amputieren lassen, damit sie teilnehmen kann. Das ist witzig. Das finde ich krass. Was für ein Effort du da reinsteckst, um bei Olympia dann ein bisschen Sport zu machen. Das ist echt witzig. Hammerhart, Alter. Kleinstveranstaltung. Ja, also ich wäre dafür, dass du nur noch mitmachen darfst, wenn du dir unangenehm link hinters Ohr. Ja. Ja. Unangenehm links hinters Ohr tätowierst, bitte. Finde ich auch würde gut. Würde ich vielleicht sogar machen, ja. ja, das auf jeden Fall dazu, aber es gibt ja noch einen größeren Skandal, nämlich einen größeren YouTuber, ich würde sagen den größten. Vielleicht kann Jesse jetzt mal sagen, ob sie den kennt, Mr. Beast, hast du schon mal gehört? Den kenne ich! Ja, da gibt es nämlich direkt einen ganzen Packen voll, ja. Der hat, zum einen hat einer seiner ehemaligen Mitarbeiter ein 1-Stunden-Video gemacht, habe ich mir nicht angeguckt, also Leute, wir haben Besseres zu tun. Wie er also aufdeckt, dass, der, also kennst du Mr. Beast? Der macht ja immer so extrem krasse Gewinnspiele und Challenges, zum Beispiel einen Kreis malen in einer Fabrikhalle und der Letzte, der rausgeht aus dem Kreis, der gewinnt dann 1 Million. Ach ja, na klar. Solche Sachen. Ja, ja. Und halt so Gewinnspiele und das kam halt raus. Diese Gewinnspiele gingen immer an seine Familie, an seine Freunde oder an Freunde, Familie von seinen Mitarbeitern. Dann hat er ganz viel so lotteriemäßige Sachen gemacht und Autogramme auf T-Shirts verschenkt oder verkauft, die halt keine Autogramme waren, sondern aufgedruckt oder so. Das ist also von hinten bis vorne schäbig. Und gleichzeitig gibt es noch eine andere Person, eine gewisse Ava. Das zieht sich heute ein bisschen durch, tut mir leid, Tino, aber die ist halt auch im Feuer, weil das eine Transfrau ist. Natürlich ist das eine Frau, aber es ist halt für die Skandalleute ein Thema, dass natürlich alle Transpersonen jetzt mit einer, wie soll es anders sein, minderjährigen Person Nachrichtenaustausch mit fragwürdigem Inhalt gemacht hat. Also macht das nicht auch genug cisgeschlechtliche Thema? Ja, aber ich sage nur, das ist relevant, weil diese Ava halt ein Teil des Beast-Teams war. Ja. Schwierig. Und das ist jetzt ein ganz großes Ding, was da gerade passiert. Ganz und cool. Mr. Beast, der wurde ja erst Nummer 1, der hat diese komische, wie heißen die, diese indischen Musikscheiß-Label-Assis, hat er überholt. Okay. Da gab es noch dieses PewDiePie versus irgendwas Battle. Ach du Scheiße, ich bin so raus, Alter. Das weiß ich auch noch, T-Series? T-Series, das war einfach so das Vivo aus Indien sozusagen, wo halt Musikvideos hochgeladen werden. Die waren teilweise auf Platz 1 YouTube. Weil die PewDiePie überholt haben. Dann hat Mr. Beast die überholt. Und jetzt, Mr. Beast, vielleicht kriegt er jetzt wieder D-Abos durch diesen Skandal. Und dann kommt T-Series wieder. Ich drück die Daumen. Gott, ist das alles. Ja, okay. So viel zum Thema, wir haben Besseres zu tun, ja. Ganzen Tag Social Blade am Stalken. Ja. Sicherlich auch diese ganzen Abos gekauft, um die Grafik noch mal besser anzeigen lassen. Du hast bestimmt damals als WBS Legal die 1 Million geknackt hat. Da hast du bestimmt auch hier mit dem Cursor. Ich war der 1 Millionste. Ja. Haben jetzt recht, Alter. Die sind ja auch ein Top-Kanal. Was besonders was Recht angeht. Mit Recht, hast du ja gesagt. Mit Recht, ne? Genau. Wollte ich jetzt nur nochmal festhalten. Ja, danke. Die sind mit Recht groß geworden. Ja, tatsächlich. Ja, cool. Dann haben wir da zumindest mal drüber geredet. Mr. Beast, Mr. Bean kenne ich nur. Mr. Bean, Mr. Sex Beast. Ich glaube, finde nicht so viele Abonnenten. Ich glaube, das war es dann auch langsam. Ich habe natürlich hier noch mehr Kamala. Hat eigentlich auch Julians Blog mal so ein Video gemacht, Ramela, ich fick dich wie Kamala, ich verstehe das bis heute nicht, aber der hat bestimmt die gemeint. Ich verstehe den sowieso nicht, den Typen. Olympiade, nicht Olympiade. Olympiade ist die Zeit zwischen den Olympischen Spielen. Ja. Habe ich mich selbst gefact-checkt. Es gab massive Attacks on Fast Trains in Frankreich. Feueranschlag auf alle Schnellstreckenzüge. Die bleiben jetzt stehen quasi und fahren nicht. Die sind auf jeden Fall nicht mehr ganz so schnell. Dann ist es ja wie bei uns in Deutschland auch. Man weiß noch nicht, wer dafür verantwortlich ist. Aber Leute sagen vielleicht Russen. Viele Leute sagen das, the best people. Aber wenn der Russe nach Frankreich kommt,
Dann nur auf Schienen, oder was? Dann muss er ja durch Deutschland. Ach so, das stimmt. Wir haben unsere Außengrenzen nicht gut gesichert. Dinko. Ja doch, das kündigen die ja schon an Russland, dass sie jetzt Berlin auch bedroht wird von Russland. Das ist nicht so unwahrscheinlich. Die drohen schon aktiv. Berlin und Deutschland, die Russen. Die Russen drohen dann doch mit Interkontinentalraketen wie ein normaler Mensch und nicht. Ja, schwierig, schwierig. Naja. Und jetzt, Berlin kann weg. Jetzt wollen ja auch die, ich weiß nicht, welche Partei das war, SPD oder so, wollen ja auch jetzt die Wehrpflicht dann doch wieder irgendwie jetzt aktivieren und so. Aber das ist so ein Halt, nicht Halt, ich sage es nicht ganz, das hat ja der Boris Pistorius, hat da das Statement zu gemacht. Warum heißt er eigentlich nicht Boris Pistolius? Ja, oder? Das ist einfach eine voll die verschenkte Pistole. Ganz komische Räuberpistole, die du hier erzählst. Heißt, jeder kriegt einen Zettel, wo er eintragen kann, wie doll er Bock hat auf Bundeswehr. Und wenn man irgendwie mehr als eins ankreuzt, dann wird man eingezogen. Ja. Irgendwie sowas in die Richtung. Weil noch gibt es die Wehrpflicht, ja, aber sie ist nur ausgesetzt. Und die kann jederzeit wieder eingesetzt werden, wenn die merken, dass die Leute brauchen. Ich hoffe, Marlin grinscht gerade bei der Scheiße, die wir erzählen. Ich bin mal gespannt, bis wie alt das halt geht. Wäre doch lustig, wenn es so einen Jahrgang gibt, mein zum Beispiel, der gerade so noch zu jung war, aber dann auch gerade so wieder zu alt ist für Wehrpflicht. Ah, ja, ja. Na, ich war auch gerade davon gekommen, als es dann eingestellt wurde. Ich hätte auch fast zur Musterung gehen müssen, glaube ich zumindest. Wir sind über der Zeit jetzt langsam. Wir sind über der Zeit, es reicht ja auch langsam. Komm. So langsam. Was geht mir denn der Woche? Ja, einiges. Aber natürlich ist es keine 9,5. Nee, es gab keinen Anschlag diesmal, kein Attentat. Nee, es wird langsam mal wieder Zeit. Also ich bin komplett abgestumpft. Ich brauche jetzt mindestens einmal die Woche. Das FBI sagt übrigens, dass es noch nicht 100% klar ist, ob Trump wirklich von der Pistole in Gewehrkugel getroffen wurde. Es gibt da noch Zweifel. Mhm. Okay. Es könnte auch nicht Glas, aber irgendeine Art von anderem Schrapnell, was irgendwo abgesplittert ist. Da wird noch ermittelt. Aha. Oder hat sich zu doll gekratzt einfach. Ja. Aufgekratzt. Nee, also das nicht, aber. Ja. Das hat auch wieder so, für Wallung gesorgt. Ist okay. Ja, also ich bin in Gedanken in Dithmarschen. Ja, ich auch bei dem Anpferd. Da ist ja alles. Ja. Da laufen ja alle Sachen zusammen. Ja, ich würde schon so eine 7 von 5 oder so würde ich schon. Ich hätte auch so 7 gesagt. Ich hätte jetzt auch. Einfach für Dithmarschen 7 von 5. Ja, für das 7,5. Den armen Besitzer von dem Pferd. Ja. Der jetzt klarkommen muss ohne seine... Der ist fix und fertig jetzt. Ja. Mhm. Finde ich auch nicht fair, wenn sowas passiert. Mhm. Das ist echt unfair, ne? Ja, das war jetzt quasi das gleiche nochmal, aber... Ich hab's umgedreht. Mhm. Ja, habt ihr Songs für die Playlist? Nicht von hier, von Maurice Gatzweiler, ich weiß nicht, wie er heißt. Nicht von... Wir haben ja eine Maurice, Playlist bei Spotify. Maurice, gib einmal mal, ich... Nicht von hier. Nicht, das ist schon wieder rassistisch, wenn du da eingibst. Ich nicht von hier. Habe ich gehört. Nicht von hier. Maurice Konrad sogar explizit mit Schimpfwörtern. Ja, mit Schimpfwörtern. Den machst du mal rein, weil der Beat ist gut, den Text musst du ignorieren. Kommt in den Brennholz-Untermusik-Playlist bei Spotify. Ja, wir guten Song. Habt ihr auch Songs? Ich überlege gerade mal, ich gucke mal, Bitch Lasagna auf Spotify. Ist kurz vom das ist der T-Series-Song. Genau. Bitch Lasagna. Party in Backyard. Klingt gut, ja. Zack. So, kommt auch in die Playlist. Schön. Ich bin gar nicht so sicher, ob ich auch einen habe. Und bei euch so? Auch. Wie fanden wir Deadpool? Wir sind auf der Durchreise halt, ne? Also wir würden dann wahrscheinlich gleich wieder... Aber ich auch gleich weiter. Nach Köln. Zu Oma? Grüß Oma. Sie von mir. Bei Oma war mal gerade. Wo geht's hin? Na, zu einem Kumpel von mir. Ach so. Der will noch spielen? Der genau. Okay. Ich habe irgendwie gar keinen Song. Ja, dann ist auch egal. Ich setz mal aus die Woche, ich habe keinen Song. Marlene, hast du den Song gehört die Woche? Nee, gar nichts. Gar nichts. Gar nichts, okay. Also, googelt gar nichts. Genau. Official Music Video und hört euch das an, der ist geil. Die Nix haben mit Nix, gab's echt mal früher. War ein Experiment, es war eine Band, die keine Sachen spielen konnte. Und die haben einfach mit Stille eine Single gefüllt. Mhm. Wir waren sogar Platz 40. Das hätten die Toten Hosen mal machen sollen. Ja. Mhm. Seit 20 Jahren, ja. Na gut, dann. Komplette Stille oder? Ich glaube, es war so ein Rauschen und so ein Husten ab und zu mal. Nice. Die Nix haben mit Nix echt so eine lustige Geschichte. Mhm. Gutes Zeug. Ja. Okay, dann wünsche ich mir, dass ihr euch alle mal wascht. Mann, nimm mal so viel. Ja. Grüß Frau und Kind. Eincreme nicht vergessen und wascht euch. Eincreme raus, Creme raus zu saugen. Und Fingernägel schneiden. Mhm. Und stimmt. Füße, ja. Ja. Tschüss. Drittel.